Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Küchenkabinett. Es ist ein neues Gesprächsformat hier aus dem alten Schmelzwerk der Sarotti-Höfe in Kreuzberg in Berlin. Und wir sind hier im Reich eines Spitzenkochs des Berliner Gesellschaftslebens. Ich stelle Ihnen den gleich mal vor und ich möchte Ihnen aber zuerst natürlich meine Gäste vorstellen, die heute mit mir hier ein bisschen sprechen wollen bei einem guten Essen. Und das sind heute der Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke im Deutschen Bundestag, Dietmar Bartsch. Herzlich willkommen. Guten Abend. Und ich habe den ehemaligen Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und mittlerweile Vorsitzender des Bundestagsausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Peter Ramsauer von der CSU bei mir. Herzlich willkommen. Guten Abend. Ja, wir wollen hier heute Abend bei einem guten Essen über Politik und auch ein bisschen über Persönliches reden, mit vollem Einsatz, natürlich möglichst nicht mit vollem Mund. Das ist aber allerdings schon das Stichwort fürs Kulinarische unserer Sendung, ist nämlich der Chef de Cuisine, Markus Herbicht, zuständig. Er kocht heute für meine Gäste und für mich. Und es riecht auch schon ganz gut, glaube ich, was ich so aus der Küche mitbekomme. Aber dann bitten wir doch mal einfach den Maestro zu uns. Ich hoffe, er kommt. Denn dann kann er uns auch ein bisschen... Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Hallo, hallo. Grüß Sie. Schönen guten Abend. Dann kann er uns mal sagen, was es denn heute Abend gibt zu essen. Das Schlimmste ist ja, Sie sitzen ja alle noch trocken hier. Das ist richtig. Ich habe erstmal ein Fläschchen Wein mitgebracht, dass wir mal anstoßen können. Da schenke ich doch erstmal ein Gläschen Wein ein. Nur zu. Ja, wunderbar. Aber das lässt schon darauf schließen, was es geben könnte. Ja. Wenn es ein Weißwein ist. Weißwein ist, genau. Ja. Danke. Ich bin dem Wunsch von Herrn Bartsch nachgekommen und habe heute ein Ostseedorsch zubereitet. Sehr gut. Keine Sorge, Herr Bartsch, auch in Berlin schmeckt Ostseedorsch. Und ich habe mir dem erlaubt, ein bisschen kreativer zu machen. Nicht mit einer Bautzner Senfsoße, okay, sondern wir machen den so ein bisschen im mediterranen Gemüsesud, ein Röstbrot dazu und Aioli. Okay. Braten den nachher und ich hoffe, das ist mal eine andere Kreation, aber es ist Ostseedorsch und ist für mich einer der besten Fische. Und wir sind regional. Also als Norddeutsche kann ich nur sagen, das ist sozusagen das, was man da am liebsten isst. Wenn er also, man muss ihn noch fast gesehen haben und dann in die Pfanne, das ist sensationell. Dann ist das Beste, bin ich sehr gespannt, bin ich sehr gespannt. Wissen Sie überhaupt, auf was für einem Tisch Sie hier sitzen? Ja, das ist eine interessante Frage, das habe ich auch schon gefragt. In Tisch älterer Art. Das ist mein Lieblingstisch, das ist ein balinesischer Garküchentisch. Aus Bali? Ja. Da sind schon Hühner drauf geschlachtet worden, okay, da sind schon Lämmer zerlegt worden, da ist schon Fisch verteilt worden, da wurde schon drauf gekocht. Okay. Und Sie sehen, wie der aussieht, das ist immer noch. Das ist schön. Sie haben uns einen trockenen Burgunder eingeschenkt, weil nicht nur der Tisch ist wichtig, ist auch immer wichtig, was in den Gläsern ist. Ist ein Weißburgunder, ein trockener Weißburgunder aus Rheinhessen von Weingut Gutzler. Okay. Ich glaube, der passt gut, bitte mineralisch, aber Wein, wie gesagt, er muss Ihnen schmecken, nicht mir schmecken. Ja. Und zum Fisch schmecken. Und zum Fisch schmecken. Zum Fisch. Ja. Dann stoßen wir doch einfach mal an. Nicht nur über Wein reden, sondern zum Wohl. Was soll sich der Wein denken, wenn bloß über ihn geredet wird und nicht. Ja. Fein, fein. Wunderbar. Mhm. Ja, ich würde gerne hier sitzen bleiben, aber ich glaube, ich mache mich mal in die Küche. Ja, bitte. Dann reden wir bis so später. Lange ein bisschen. Ja. Alles klar. Ostseedorsch. Ist das was man aus der Kindheit kennt auch? Haben Sie sowas früher öfters gegessen? Ja, eigentlich durchgängig. Das ist ja so ein klassischer Fisch, der in der Ostsee gefangen wird. Also eigentlich sind 6 Jahre Dorsch immer gut, dann ist ein schlechtes Jahr und dann sind wieder 6 Jahre gut. So ist das. Okay. Dieses Jahr ist gerade nicht so ein gutes gewesen, aber das letzte Jahr. Ich hoffe, dass das wirklich so bleibt im Rhythmus. Und das ist etwas, was ja einfach zu machen ist. Also schlicht in die Pfanne paniert, immer gut. Und das Entscheidende ist. Und gab es auch immer? Ja. Also die Ostsee, da gab es ja keine Grenze. Also die konnten ja schwimmen, wie sie wollten. Also ist das auch was? Gibt es da ein Kopfkino irgendwie? Gibt's da, ist das was, wo man sich erinnert an zu Hause? Ist das irgendwie gibt es da einen näheren Bezug dazu, zu so einem Gericht? Naja, jetzt ist das für mich ein Bezug. Also ich esse, um das klar zu sagen, in Berlin eigentlich keinen Fisch. Ganz prinzipiell nicht. Okay. Weil es ist natürlich auch ein bisschen Ideologie und ein bisschen Einbildung. Aber klar ist, wenn ich bei mir oben in Prerow ankomme, dann abends gehe ich noch um die Ecke
in die Gaststätte und da, der weiß auch, was ich esse. Im Übrigen Dorsch, völlig überraschend. Okay, ja. Also drei verschiedene Art und Weisen der Zubereitung und fragt nur auf alte Art, was steht nicht mehr in der Karte und dann esse ich das. Das ist so ja. Tradition, isst man gerne. Ist das Tradition oder Heimat? Beides. Beides ist so ein Stück, also es gehört einfach dazu. Okay. Das gehört einfach dazu, dass also diese, ich sage ein Stück weit ist es ja immer auch, man muss sich sowas einbilden und ich glaube, ich bin da auch sehr fest ja. und sage, nee, woanders nicht, aber da immer. Heimat darf man wieder sagen. Die meisten verbinden ja mit Heimat so, ja. oder viele verbinden ja. mit Heimat so 50er Jahre, Filme irgendwie, Berge, Tegernsee, Heidi. Irgendwie, Heidi. Ja. Aber plötzlich darf man Heimat wieder sagen oder vielleicht doch nicht. Also ich habe mir das nie verbieten lassen, weil ich aus einer Gegend komme, die man gerne Heimat nennt. Ich weiß aber noch genau die Zeit, als das so die Nach-68er Zeit, als an Gymnasien der Begriff regelrecht verpönt war und man schon fast in die faschistoide Ecke gestellt wurde, wenn man in Abitur aufsetzen oder sowas das Wort verwendet hat. Ich habe mir es nie verbieten lassen, ich habe mir nie was verbieten lassen, heute würde man sagen, aus Gründen der Political Correctness, die mich noch nie interessiert hat. Ich habe einfach so immer den richtigen Ton gefunden. Ich brauche keine Vorschriften über Political Correctness und keine Vorschriften darüber, was man sagen darf und was man nicht. Darum habe ich immer schon Heimat gesagt und ich bin stolz drauf. Woran liegt das, dass man wieder so starke Bezüge hat zur Regionalität, zum Thema Heimat oder zu weil es ein natürliches Menschenbedürfnis ist, schlicht und einfach. In einer Zeit der Vermassung, der Entwurzelung durch Globalisierung und viele andere Dinge, dann wächst einfach, ich finde, das innere Bedürfnis von einem. Das hat mit parteipolitischen Orientierungen, finde ich, überhaupt nichts zu tun, sondern es ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis, dass man irgendwo Wurzeln schlägt, dass man Bezüge hat. Wenn man einen Gegenbegriff nimmt, dann versteht man es vielleicht noch besser. Ich bedauere solche Menschen, die sich heimatlos fühlen, die zu nirgendwo irgendeinen Bezug haben, die keine Nestwärme verspüren. Und genau das vermittelt eigentlich Heimat, ein Stück Nestwärme, Geborgenheit, gut aufgehoben sein und das gibt einfach Bindungen, die einen Menschen auch prägen. Jetzt gibt es eine Generation in Deutschland, die ist sozusagen diese Form von Heimat ja genommen worden durch eine Wende, die dazu geführt hat, dass man vieles, was gewohnt, vertraut und sonst so war, dann einfach nicht mehr hat. Ist das eine Krücke, über die man, oder ist das eine Brücke, über die auch ein Internationalist am Ende gehen kann oder eher nicht? Ist für Sie Heimat eine No-Go, eine semantische No-Go-Area sozusagen? Nee, wissen Sie, da gab es wirklich, also das, was 68 in der Bundesrepublik waren, und das war ja offensichtlich sozusagen von links, dass man Heimat nicht sagen durfte, das spielt ja in dem anderen Teil überhaupt keine Rolle. Da war ja Heimat sozusagen ein Begriff, der auch von der Staatspartei okkupiert war. In der DDR, in der früheren DDR. Ja, da war also die Heimat hat sich schön gemacht, da gibt es wunderbare Lieder und so. Also das war anders als dort. Im Westen war es ja so, dass wer links war, da durfte man das nicht sagen. Im Osten war das gegenteilig. Das war ja völlig irre. So. Und manche Diskussionen kann ich da nur begrenzt verstehen. Interessant ist, dass es ja heute ein Begriff ist, weil andere ihn okkupieren wollen. Ja. Und ich finde, da ist also im Sinne von Heimat, also Heimat sind ja nicht unbedingt Staaten. Also ich bin nur Vorpommern durch und durch, bin da groß geworden, die ganze Mentalität ist eine solche, das ist für den Politikbetrieb im Übrigen nicht die schlechteste. Das ist für mich der Bezug. Und die zufällige Staatsgrenze, also die DDR war ein Zufallsprodukt, das ist ein Zufallsprodukt durch Besatzungsmächte gewesen. Ja. Ich sage immer, wenn Bayern jetzt von der Sowjetunion besetzt worden wäre, wäre Bayern sozialistisch gewesen. Genau, meine Mutter hat oft aus den Kriegszeiten gelesen und die hat gesagt, um Gottes Willen, wir waren so froh, dass die Amerikaner gekommen sind in der Chiemsee gegen Chiemsee-Königssee und nicht die Russen, weil sonst wäre das ganz anders gelaufen. Genau, da haben Sie völlig recht. Damals haben viele, im Osten haben ja auch manche gesagt, gut, dass die Russen bei uns waren. Das ist ganz unterschiedlich. Aber das kann man ja im Übrigen an manchen Familien wunderbar nachvollziehen. Also ich sehe das ja bei meiner eigenen Familie. Also mein Großvater, der hatte halt sehr viele Jungs und die waren in den Besatzungszonen verteilt. Und die in
weil sie nicht im Krieg waren und jung waren, die sind halt, weil er aus Westpreußen sind die auch geflüchtet und sind dann in der Ostzone gelandet, was später DDR wurde. Das hat die am Anfang nicht interessiert, der war halt Bauer und hatte dann wieder einen Hof und das war dem völlig wurscht. Das war ihm völlig wurscht, der hatte mit den Nazis nichts am Hut, die fand er also voll scheiße, aber ansonsten war ihm das erstmal egal. Und die, die in Gefangenschaft waren, die sind dann alle irgendwo zurückgekommen. Und der halt nach Bayern zurückgekommen ist, was ist aus dem geworden? Ja, der war am Ende in der CSU. Also so komisch, die im Osten waren alle in der SED. Also was ein Zufall. Und der in Hamburg war in der SPD. Also was ein Zufall. Wären Sie einer von denen gewesen, die in München gelandet wären, wären Sie auch bei der CSU gewesen? Nein, ganz sicher nicht. Also Ich weiß es doch nicht. Vielleicht ich will es wenigstens nicht ausschließen. Vielleicht wäre ich bei der CSU und der Ramsauer bei der Linken. Mein CSU-Onkel hat immer gesagt, also der hat ja auch ein Wahlkreisabgeordneter der CSU und er hat immer gesagt, wenn er mal zur Abgeordnetenreise kam, hat er gesagt, also im Übrigen, meinen Neffen bitte einladen. Und dann hat er da seinen CSU-Kollegen gesagt, das ist im Übrigen mein Neffe, auf den bin ich stolz, ne? Ja. Also als CSU. Sowas gibt es alles. Ich sage jetzt mal nicht den Wahlkreis und den Abgeordneten, nicht, dass ich so schade. Ich habe auch enge, ganz enge persönliche Freunde in anderen Parteien. Man möchte es nicht glauben, aber es ist so. Das ist eine durchlässige Gesellschaft. Wir haben jetzt aber eine Diskussion, wo der Begriff Heimat, so wie wir ihn gerade diskutiert haben, eben doch auch politisch anders besetzt ist und anders besetzt werden soll. Es soll jetzt ein Heimatministerium geben oder ein Teil eines Ministeriums wird mit für Heimat zuständig sein. Wo ist man dann zuständig? Wofür ist man dann zuständig? Also, wenn ich da mich gleich mal einschalten darf, weil wir im Freistaat Bayern, in der bayerischen Staatsregierung ja beim Finanzministerium einen Teil als Heimatministerium definiert und spannend, so benannt haben. Heimat und Finanzen. Ja. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, obwohl das jetzt so gelaufen ist, ob auf Bundesebene das, was Heimat ist, reguliert werden kann. Weil Heimat ist etwas sehr, sehr regional Nahes, direkt. Also wir sagen bei der CSU ganz nahe am Menschen. Heimat ist nahe am Menschen und der Mensch ist nahe seiner Heimat. Aber das wird sich zeigen, wenn sich das Bundesinnenministerium um Heimat kümmern muss. Aber gibt es da eine Idee? Da muss eine Idee dahinter stehen. Also was kann man nicht gehen? Ja, vielleicht auch um das Thema einfach einmal heraus zu apostrophieren. Okay. Zu sagen, das ist etwas, was wir besetzen wollen, damit wir der regionalen Vielfalt auch wieder von den bundespolitischen Funktionen her mehr Raum und Beachtung einräumen. In meiner Zeit als Bundesverkehrsminister. Ja. Aber das war ja auch das Ministerium, mein Ministerium für Raumordnung, ländliche Entwicklung, Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Früher waren ja die räumliche Entwicklung. Ich habe mit Schrecken gesehen, wie sich ganze Regionen angefangen haben zu entleeren, also Heimat ein Stück weit zu vernichten. Ja. Also insofern ist es schon wichtig, dass man vom Bund her hier wieder Impulse gibt. Das finde ich spannend, weil das würde heißen, also Raumordnung, also Heimat ist eigentlich Raumordnung oder wie sehen Sie es? Also ich meine, ich fand das, also logischerweise, die Linke hätte jetzt vermutlich nie ein Heimatministerium eingerichtet. Das war genau also die nächste Frage nicht. Gewesen. Obwohl, wie gesagt, in dem alten Land gab es sogar ein Unterrichtsfach, das hieß Heimatkunde. Ja, bei uns auch. Ja, klar. Das hieß Heimatkunde und das war in den ersten Jahren und später hieß das dann, wenn man etwas Staatsbürgerkunde. Ja. Ja. Nein, aber ich habe ja nun, weil ich gesehen habe, es gibt jetzt so ein Heimatministerium, was man natürlich auch, ich finde den Zuschnitt, aber das wollen wir jetzt nicht diskutieren, zu sagen Innenbau und Heimat. Da kann man mal drüber nachdenken, aber ich meine, aus der Sicht der CSU war das natürlich schlau. Die haben sich alles genommen, wo irgendwie Infrastruktur und Kohle verteilt wird. Also deswegen, in der CSU ist die einzige Partei, die sich nicht beschwert. Aber sei es drum, ich habe daraufhin mal geschaut, was ist denn, was haben die denn in Bayern da? Weil die müssen das ja nicht nur nennen, sondern die müssen irgendwas beschreiben. Und das ist natürlich interessant, als ich das gelesen habe. Es geht um die Angleichung der Lebensverhältnisse in allen bayerischen Regionen. Wenn das der Ansatz ist für den Bundesminister, also wenn es wirklich darum geht, dass Angleichung der Lebensverhältnisse Ziel ist, wie es ja im Grundgesetz steht, dann kann man deswegen meiner auch Heimatministerium nennen. Das würde mich nicht stören. Aber da bin ich wirklich gespannt. Wie wird das definiert? Gibt es dann da vielleicht einen Heimatausschuss? Weiß ich nicht. Ich glaube mal nicht. Das wird dann wahrscheinlich Innenbau und Heimat. Vielleicht. Oder Unterausschuss Heimat. Unterausschuss Heimatfragen. Okay. Genau. Ja, gut, ja, warum nicht? Das schlage ich hiermit vor. Also wir schlagen Unterausschuss Heimat. Wir schreiben morgen miteinander dem Seehofer, dem Bundesinnen- und Heimatminister.
Jetzt bleibe ich noch mal kurz beim Bartsch. Sie haben mal angegeben, Sie sind Fußballfan von Hansa Rostock, naheliegend. Ja. Und von Eisern Union, also ja. Union Berlin, klar. Auch naheliegend. Sagt er. Arbeiterverein. Und von Borussia Dortmund. Ja, Mensch, jede Liga ein. Du hast das, ja. Genau, und es ist ja so ein Dreiklang, sehe ich da jetzt drin. Das ist ja auch was von Heimat, Region, Regionalität und Globalisierung. Ist das eine Antwort darauf, wie wir damit lernen umzugehen, dass die Globalisierung uns alles durcheinander bringt, was wir so kennen an Sicherheit? Nee, also ehrlich gesagt habe ich mir bei den Sympathien für Fußballmannschaften diese Gedanken nicht gemacht. Ja, aber die Farbe kann es nicht gewesen sein, ist ja alles dabei. Ja, das ist richtig. Also Rostock ist klar, ich bin groß geworden, war als Kind mit meinem Vater im Stadion halt, deswegen bin ich durch und durch Fan vom FC Hansa. Das wird auch bleiben, das ist halt so. Dritte Liga, aber egal, das bleibt man also auch bis in die Kiste, das ist halt so. Die Union, das ist gewachsen durch Studium in Berlin und so weiter, der Arbeiterverein, Widerstand und so weiter, gegen Hertha und so. Das ist auch klar und das ist heute noch. Gegen BFC, dachte ich. Gegen BFC früher auch ganz klar, ne, da ist man immer hingegangen. Ja. Also, das war ja nie so viel fotografiert worden wie bei den Spielen, das ist so. Ja. Und das ist geblieben und da steht man natürlich dann auch ordentlich da, wo die Arbeiterklasse steht im Block und so. Das ist sehr schön da, also kann ich nur empfehlen. Können okay, Sie mal, ja, ich kenne das selbstverständlich. Dortmund, da auch das ist eher entstanden aus der Zeit, diese wahnsinnig überlegenen Bayern und als Antipol. Sie können nicht immer gewinnen. In Bayern wäre ich wahrscheinlich auch 60er. Also vermutlich. Obwohl ja, die so runter sind. Möglich ist, also. Man kann auch für Nürnberg. Also das hat jetzt mit Ihrem Ansatz ehrlich gesagt nichts zu tun. Aber Sie das haben ist gesagt, Sie haben gesagt Arbeiterverein, also gibt es ja doch irgendwie eine Identifikation, die darüber hinausgeht, über rein jetzt sportliche Belange. Worauf ich eigentlich ein bisschen hinaus wollte, ist, man hat ja schon das Gefühl, dass die Menschen sich ein bisschen entwurzelt fühlen. Und so Fußball ist ja immer noch was, was zumindest ein bisschen Identifikation schafft. Aber das scheint ja eines der großen Probleme zu sein dieser Gesellschaft. Wie kriegen wir das hin, dass die Menschen sich wieder in Anführungsstrichen sicherer und wohler fühlen in dieser ja doch sehr unsicher gewordenen Welt? Also wenn ich da mal den Fußball das nochmal aufgreifen kann, da gibt es ja ganz viele andere Bereiche, auch in Kunst und Kultur und Anknüpfungspunkte. Ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Dadurch, dass wir die Entwicklung haben, die Geschwindigkeit der Informationen nimmt immer mehr zu. Die Globalisierung, wir haben ganz andere Herausforderungen. Die sind gar nicht von Politik, also etwa von europäischer oder auch deutscher Politik, alle aufnehmbar. Und da muss es, glaube ich, für jede und jeden sowas geben wie ein auch Rückzugsgebiet. Und das, glaube ich, meint jetzt CSU auch mit Heimat. Ne? Also das finde ich gar nicht so verkehrt. Wir brauchen das, weil das andere, die immer größere, also das sich perpetuieren aller Prozesse, ist eine Riesengefahr, weil man kommt gar nicht mehr zum Innehalten. Und wir sind ja, also wir als Politiker wissen das, man kann in eine solche Mühle kommen, dass man überhaupt nicht mehr merkt, was ringsum passiert. Also man glaubt ja, man ist ständig ganz wichtig und man muss ständig etwas tun und sollte doch hin und wieder mal daneben treten. Und dafür sind alle diese Anknüpfungspunkte. Und die können ganz vielfältig sein. Ja. Also manch einer, was weiß ich, der malt halt, ja, und findet das seinen Bezugspunkt, ist für ihn Heimat, sein Atelier. Und ein anderer geht halt am Freitagabend dann an der alte Försterei und brüllt sich da allen Frust raus. Und das, was ich im Bundestag nicht sagen darf, sage ich da alles. Hat gerade so ein Stichwort gegeben, hat denn die politische Klasse noch ausreichend Vertrauen in die Urteilskraft der Bürger? Man hat so oft das Gefühl, dass die Politik an sich eigentlich hadert mit dem Bürger im Allgemeinen und im Besonderen. Ja, so rum oder so rum. Und es gibt auch welche und Journalisten, die sagen, dass es genau umgekehrt ist, dass nicht die Politik mit dem Bürger hadert. Das ist sondern, gemein, das wäre meine Frage gewesen. Ja, sondern dass es genau umgekehrt ist. Ja. Der Kohl hat immer gesagt, wahr ist dies und jenes, wahr ist aber auch das andere. Also der Punkt ist, dass es natürlich da zwei, ich sage bewusst, scheinbare Welten und Bereiche gibt, die sich so vielleicht misstrauisch manchmal beäugen. Das ist aber nicht nur Bürgerschaft auf der einen Seite und die Politik andererseits, sondern viele andere Dinge auch. Ich mache jetzt bewusst einmal einen vielleicht hinkenden Vergleich, aber die ganzen christlichen Gemeinden einerseits, also die
zu ihren verfassten Kirchenorganisationen. Mhm. Ob die, die ganz normal denken, die Arbeitnehmerschaft zu den Gewerkschaften. Da gibt es viele solche Gegenseiten. Woran liegt das? Die Republik, also jedenfalls die alte Bundesrepublik, ist Jahrzehnte gut gefahren mit Institutionen. Ja. Und was ist schiefgelaufen? Was läuft schief? Jedes politische System kommt irgendwann mal an die Grenze. Und wir haben eine Grenze der repräsentativen Demokratie. Und das ist nicht ein Ausdruck, dass es irgendwie die Politiker sind, die es irgendwie nicht raffen. Das wäre ja völliger Unsinn. Das haben wir, diese Repräsentanzkrise haben wir auch in anderen Bereichen. Die Mitglieder davon. So. Austritte. Jetzt reagiert die Politik aber darauf ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Mir fällt auf, dass viele auch ihr Heil in Regulierung suchen. Also die Hoffnung, dass man, je mehr ich reguliere, umso besser kann ich die Dinge noch in Bahnen lenken. Ist das so? Genau das finde ich den falschen Weg. Zu meinen, mit mehr Regulierung, und ich nenne es Bevormundung, könnte man die Basis oder Menschen, die immer mehr Informationsquellen haben, die immer mehr Freiheitsbedürfnisse haben, auch Anspruch auf einen liberalen Staat haben, die zu bevormunden. Mich regt nichts mehr auf, als dass ich mir, jetzt sitzt kein Grüner am Tisch, aber dass eine arrogante, moralisierende, mit Absolutheitsanspruch auftretende Partei den Menschen vorschreiben will, immer mehr Regulierung, was gut ist und was schlecht ist, was man sagen darf oder nicht, das regt die Menschen auf. Da gibt es ein anderes Staatsverständnis. Das ist ein anderes Staatsverständnis, ist nicht meines. Ja, ich will, also wenn man das jetzt konsequent zu Ende denkt, dann würde ja Ihre These besagen, wenn wir gar nicht mehr geregelt haben, ist alles am besten. Das teile ich ausdrücklich nicht. Natürlich bedarf es Regularien. Gott sei Dank gibt es sie auch. Ich bin überhaupt nicht dafür, nur alles im Leben bis ins Kleinste zu regeln. Da ist ja ein ganzes Staatssystem zu Recht gescheitert. Aber wir brauchen schon Leitplanken und auch Regeln. Da bin ich der festen Überzeugung. Selbstverständlich. Ja, und wenn wir jetzt in einer, wie ich sage, Krise der parlamentarischen oder überhaupt unseres repräsentativen Systems sind, müssen wir nachdenken, was können wir verändern. Das kann nicht heißen, wir müssen jetzt alles regeln. Darum geht es ja überhaupt. Genauso wie es nicht heißen kann, wir müssen alles europäisch machen. Aber es gibt Punkte, wo ich sage, die sind nur noch global. Es gibt Dinge, die sind nur noch europäisch. Und manche sind eben wirklich nur regional zu regeln. Unser Problem ist, dass die Zuständigkeiten immer mehr durcheinander regen. Und weil jeder dann noch einen Anspruch zum Regulieren hat. Das ist das große Problem. Also in der Kommune wollen Menschen was regeln. Völlig verständlich. In dem Kreis, in dem Land, auf der Bundesebene und. Und da kriegen wir ein größeres Durcheinander. Ich habe mich wir hatten letztens mal Klassentreffen, da haben wir uns unterhalten über die guten alten Zeiten, wie man das immer so macht ab einem bestimmten Alter. Aber in 20 Jahren sind die heutigen Zeiten die guten alten Zeiten. Ich weiß, das ist auch so ein klassischer Spruch, aber es gab trotzdem etwas, was ich ganz spannend fand, was einer angesprochen hat. Er hat gesagt, ja, das hieß ja früher, war alles miefig und piefig und so. Aber da durfte ich irgendwie mit dem Auto fahren und durfte irgendwie eine Zigarette rauchen und ich durfte Fleisch essen und mich hat keiner schief angeguckt, wenn ich eine Wurst gebraten habe. Und kann das nicht doch sein, dass wir in Teilen einen gesellschaftlichen Geist haben, der sozusagen doch sehr kleinteilig mittlerweile geworden ist in dem, was ich als gesellschaftlich akzeptiert noch betrachte? Also das ist ja bei allen Dingen, die dann zu einer Radikalisierung führen, das ist immer, also wenn es zu, also das Beispiel Fleisch essen. Ja, ich habe doch nicht, wer nicht möchte, der möge kein Fleisch essen. Ja. Aber ich möchte nicht, dass man mir das untersagt. Ja. Ich möchte auch nicht, dass der nächsten Generation gesagt wird, das ist was ganz Furchtbares. Sondern ich möchte viel darüber wissen und je mehr ich darüber weiß, desto besser. Aber immer. Also, wer trinkt Wein? Unfassbar. Also, da kann man, ich kann einen langen Vortrag sehr überzeugend halten, wieso das das Letzte ist. Na, so. Wer fängt Fische? Furchtbar. Kann ich Ihnen auch einen Vortrag? Das ist alles absurd. Wenn wir so in die Gesellschaft gehen, dann machen wir uns selber letztlich zum Knechten. Ja. Und das ist ja, also da ist ja auch die Idee einer anderen Gesellschaft, ist ja genau das Gegenteil. Also wenn ich jetzt mal ausnahmsweise den Genossen Marx zitieren darf, der hat gesagt, das Reich der Freiheit, das ist doch das Entscheidende. Ja. Freiheit ist Voraussetzung der Freiheit aller. Und wenn wir das wollen, wenn wir das wirklich, eine solche Gesellschaft schaffen,
Das ist ja, ja das Eigentliche. Das ist ja aber missverstanden worden. Das ist gegenteilig interpretiert worden. Also mal einmal in die Niederungen einer Branche abzugleiten. Wir haben jetzt Politik, die hat die Idee, Rezepturen vorzugeben, wie viel Salz im Brot sein. Wir haben hier einen Müllermeister. Ich kenne das alles, aber das gab es vor 40 Jahren schon, vor 50, genau das Problem. Das Rezepturenproblem und das Deklarationsproblem. Was darf wo rein? Welches Backhilfsmittel darf zu welchem Mehl, für welche Art von Brot rein und wo muss man das draufschreiben? Wird immer nur so getan, als sei das neu. Nein, das gab es vor 40, 50 Jahren schon. Genau. Da gibt es auch gute Sachen. Nehmen wir mal das Reinheitsgebot des Bieres. Ja, zum Beispiel. 1519. Das gab es damals schon. Aber Sie waren Unternehmensberater. Auch, ja. Auch, unter anderem. Ich finde mir so ein paar überraschende Sachen, die spannend sind. Jenseits des Klischees. Und ich habe Sie hören sagen, ich kann es nicht überprüfen, aber so wie ich Sie kenne, glaube ich das auch, Sie haben es ganz gut gemacht. Und jetzt kommt die Politik und Sie müssen ein Unternehmen beraten und die Politik geht sehr weitreichend in das Kerngeschäft hinein. Was empfehlen Sie dem Unternehmen? Wie soll es reagieren? Naja, die Politik ins Kerngeschäft rein, das ist dann, das kommt ja drauf an, das kann ja fürs Unternehmen gut sein, das muss man sich konkret angucken, ja. Also was denn da gemeint ist. Also ansonsten kann ich nur mal sagen, also als Unternehmer sollte man sich darauf konzentrieren, was sein Unternehmen tut, kann und Erfolg haben. Am Ende ist beim Unternehmen ist ganz einfach, egal ob es, ich habe das mal in, war ja auch mal zuständig in einem Verlag. Ich habe immer gesagt, am Ende ist es wie eine Nudelfabrik. Unten muss eine schwarze Zahl stehen. Das ist das Entscheidende. Das stimmt ja auch. Ja. Aber ansonsten ist es so, dass das abstrakt nicht zu behandeln ist. Es gibt natürlich Gott sei Dank Dinge, die staatlich auch für Unternehmen geregelt sind. Bei manchen bin ich dafür. Also wenn ich jetzt mal ganz aktuell sehe, natürlich bin ich dafür, dass es eine paritätische Finanzierung im Gesundheitswesen gibt. Ja. Das ist eine staatliche Regelung. Ja. Vorher ist es anders geregelt worden. Das kann man so und so sehen, das ist Teil einer politischen Auseinandersetzung. Finde ich nicht tragisch. Ansonsten kann ich immer nur sagen, na jedem Unternehmen würde ich sagen, na ihr habt ja eure Organisationen, die auch für eure Interessen eintreten. Hm. Also die Sparkassen haben ihren Verband, der nimmt Interessen wahr. Das ist völlig in Ordnung. Die Arbeitnehmer haben Verband, nehmen Interessen wahr. So, und da sollte man im Einzelunternehmen mal als Berater sowieso zurückhaltend sein. Da spielt nicht die Musik. Das sind all die Leute, die dann vortrefflich drüber schwadronieren und sagen, ja, der Staat, der nimmt uns die letzte Luft und so. Das ist manchmal auch ein Zeichen, dass man nicht genügend unternehmerische Ideen hat. Also man darf sich auch nicht dahinter verstecken. Da kann man immer kritisieren. Und aus der Sicht eines Unternehmensberaters ist es doch logisch. Für einen Unternehmensberater ist jede Steuer ist Kosten. Und deswegen findet man die erstmal schlecht. Wenn ich das als Linker sehe, ist es natürlich, also ohne Steuern wäre absurd. Ein Staatswesen nicht steuerbar und. Aber das sind schon unterschiedliche Sichten. Aber haben wir nicht gerade in den letzten Jahren, also ich mache es jetzt mal ein bisschen provokanter, damit wir nochmal, haben wir nicht so eine Art Klassenkampf, der im Moment stattfindet, so eine öko-autoritäre Bourgeoisie, die dann den Arbeitern erklärt, also pass mal auf, du darfst jetzt noch das essen und du darfst jetzt noch das Auto fahren und du darfst noch dies und das und jenes. Und ich erkläre dir so lange mit meinem SUV, wie du dich am besten... Also es gibt ja offenbar zumindest eine Unzufriedenheit in Bereichen, die bisher für bestimmte Politik gar nicht empfänglich war. Das ist genau das, was ich meine. Ich habe es vorher gerade angeschnitten. Er darf dir gleich widersprechen natürlich. Ja, ja. Aber nee, ich glaube, dass ich lernte Bartscheid von der Seite kennen. Von der Seite so kannte ich ihn noch überhaupt nicht. Von der linken Seite. Ist halt gut. Also von Minhof aus gesehen, von der linken Seite. Erst von mir aus gesehen sitzt er links. Sitze ich rechts. Genau. Das stimmt ja wieder. Genau. Nee, ich wollte nur das eine sagen. Das ist genau das, dieses Auftreten mit einem hochnäsigen, arroganten, moralisierenden Absolutismus. Alles besser zu wissen von einer höheren moralischen Warte. Genau das. Also Sie haben jetzt gesagt, Arbeitnehmer, das hat mit Arbeitnehmer oder Nicht-Arbeitnehmer nichts zu tun. Es geht quer durch die Bevölkerung. Die Menschen lassen sich diese Bevormundungsindustrie und Meinungsmache nicht mehr gefallen. Und das hat natürlich auch Konsequenzen für das Wahlverhalten. Aber bei den Jamaika-Verhandlungen,
Da gab es ja doch schon eine große Bereitschaft. Also, es war, also man hat ja eine Zeit lang von das Seiten Gefühl, der Grünen vorhanden. Ja, nicht nur von Seiten der Grünen, sondern man hat ja insgesamt eine große Enttäuschung, ein Gefühl einer großen Enttäuschung gesehen, dass es da nicht geklappt hat. Also, ja, Enttäuschung. Ich habe am Ende von Jamaika gesagt, ich freue mich, die Koalitionsgespräche über Jamaika sind erfolgreich beendet worden. Ich wollte das nicht. Okay. Ich finde es gut, dass es gescheitert ist. Okay. Also ich glaube, dass das Thema Klassenkampf ja dann wirklich vielfältig zu betrachten ist. Wir haben ja unterschiedliche Konfliktlinien in der Gesellschaft, was auch mit Differenzierung zu tun hat. Und eine Sache, wenn der Jeff Bezos hat gesagt, wir haben Klassenkampf, meine Klasse gewinnt und ich bedauere das. Und wenn der das sagt, ne, dann finde ich, muss man zumindest mal drüber nachdenken, ob da irgendwas dran ist. Denn wir haben unterschiedliche Entwicklungen. Ich glaube, niemand in unserer Gesellschaft kann akzeptieren, dass wir in unserem Land, wegen meiner können wir die ganze Welt nehmen. Wenn dort 8 Menschen so viel besitzen wie die Hälfte der Weltbevölkerung, ist was schief. Wenn in Deutschland 40 Familien so viel besitzen wie die Hälfte des Landes, ist etwas schief. Das ist Aufgabe, wo gehandelt werden muss. Weil niemand wird das durch eigene Hände arbeiten. Das ist einfach nicht drin. Das ist im Übrigen, da bin ich für Regulierung. Es kann nicht sein, dass jemand, der geboren wird, ohne dass er irgendwann, der muss nicht mal zur Schule gehen und sein Vermögen wird immer größer. Das finde ich das Vermögen nicht. Ist aber vorher alles durch Generationen Arbeit versteuert worden. Was hat denn der damit zu tun? Entschuldigung, das sind Familientraditionen. Über Familien in Handwerksbetrieben, in allen möglichen, in landwirtschaftlichen Betrieben, in Gewerbebetrieben, da wird nicht nur von jetzt auf gleich gedacht, sondern über Generationen. Ja, das fühlt Ihnen von den Linken vollkommen. Gegen die habe ich nichts. Gegen die Handwerker, gegen die Landwirte, gegen die Unternehmer. Aber was machen Sie mit denen, die mit all dem nichts zu tun haben, die maximal noch hin und wieder mal eine Abhebung machen? Denn davon gibt es so viele. Sobald man einen alten ideologischen Begriff mal an den Tisch, an den Bali-Tisch, das finde ich total spannend. Ich glaube, kurz bevor es den Fisch gibt, alle möglichen Leute sagen. Die Zahlen sind ja die Wahrheit. Das Problem ist doch, aber wir haben Zahlen, ich halte Ihnen eine andere Wahrheit entgegen. Na los. Also, Sie beklagen diese Verteilungsproblematik. Ja. Dann komme ich Ihnen mit einer anderen. Mir wird zum Beispiel in der Steuerpolitik vorgehalten, was viele dieser Menschen als ungerecht empfinden, dass 1% aller Einkommensteuerzahler, die obersten 1%, dass die schon 22% der gesamten Einkommensteuerlast tragen, dass die oberen 10% schon 55% tragen, dass die obersten 50% 95% tragen, dass die unteren 50% praktisch gar nichts mehr bezahlen. Das wird von vielen als ungerecht empfunden. Ich komme jetzt nur drauf, weil Sie eine angebliche Verteilungsungerechtigkeit beklagen. Ja, das ist ja nicht meine. Also die EZB, das ist keine Vorfeldorganisation der Linken, die sagt, in keinem Land geht es so ungerecht zu. Aber ein anderer Punkt, es ist über das. Ist das über ungerecht? Den, ja, über den Einkommenssteuerbereich, glaube ich. Das ist da ungerecht, wird man, da wie die Steuerlast verteilt ist. Die ist ungerecht. Nee, es ist ungerecht. Ich jetzt mal als Gegenthese. Es ist ungerecht, wie Vermögen und Einkommen verteilt sind. Und wenn die Zahl der Milliardäre in Deutschland zunimmt, und die Zahl nimmt zu, und auf der anderen Seite nimmt die Zahl der Kinder in Armut zu, ist was schief im Land und ist Aufgabe von Politik, das zu verändern. Dann dürfen wir nicht zusehen. Blödsinnige Definitionen. Aber das heißt, da ging ja meine Frage ursprünglich mal hin, aber ganz spannend. Die Behauptung, die Zeit der ideologischen Auseinandersetzung sei vorbei, die ist doch einfach Unsinn. Das heißt doch mal, Politik und Parteien könnten sich schon so positionieren, entlang von ideologisch unterschiedlichen Einschätzungen, dass der Bürger die noch unterscheiden könnte, theoretisch. Ja, natürlich ist die nicht vorbei, die Auseinandersetzung. Gott sei Dank, die wird es auch immer geben. Ja, Sie sagen das so mit dem Brust und Überzeugung. Ansonsten hört man aber im politischen Diskurs immer, also die Zeit der großen ideologischen Auseinandersetzung, das ist ein Ergebnis. Wir haben jetzt wieder 4 Jahre große Koalition gehabt und jetzt mit 2 Oppositionsparteien, die eher links von dieser großen Koalition, die war ja noch groß in der letzten Legislatur. Da standen 2 links und dahinter war nichts. Und das führt natürlich zu einer Gegenentwicklung. Ja. Und ich habe das, ich bin wirklich kein Freund der FDP, aber ich sage trotzdem, wäre die FDP im letzten Bundestag gewesen und die hätte natürlich die Koalition, ich sage jetzt mal, zumindest wirtschaftspolitisch von rechts kritisiert,
dann wäre die AfD so stark nicht gewesen. Es war ein Leerraum, den konnte niemand ausfüllen. Das war so. Und die Union ist objektiv natürlich ein Stück weit dann in eine, für mich viel zu Recht, aber linkere Ecke gerückt. So ist das. So weil ist da war der Druck der SPD, die hat den Druck. Und da haben wir ein Problem. Und dieses Problem, diese Vertretungslücke, die ist ausgefüllt worden. Und dann gibt es viele Dinge, die dazu kamen. Natürlich die ganze Finanzkrise in Europa mit all dem, was dazugeht. Dann kam das Thema der Zuwanderung so und so weiter. Das sind alles Dinge, die einen Prozess befördert haben, wo heute, Zauberlehrling, jetzt ist der Besen da und jetzt ja, das, aber es wird ja trotzdem Lösungen geben müssen. Das heißt auch zum Beispiel, also ich meine, natürlich weiß man nie, das muss man vorsichtig sein, in zwei Wochen kann sich die ganze Welt ändern. Man weiß es ja nie, das geht ja manchmal schneller, als man glaubt. Aber nach derzeitigem Befragen wird sich ja möglicherweise die CSU auch einen Partner in Bayern suchen müssen, möglicherweise. Hatten wir ja schon einmal. Von 2008 bis 2013. Mir sagen alle, mit denen ich in der Union immer spreche, da gibt es ein tiefes Zerwürfnis und so, ja, wie soll ich sagen, fast beleidigt sein gegenüber der FDP und ihrem Vorsitzenden, weil er diese großartige Chance nicht genutzt hat, einer Jamaika-Koalition, unabhängig von der persönlichen Einschätzung. Kommt das dann in Bayern? Entschuldigung, ich war nicht gegen Jamaika wegen der FDP, sondern wegen der Grünen. Das habe ich schon verstanden. Aber es wäre für die CSU selbstmörderisch gewesen, in irgendeine Koalition unter der Beteiligung der Grünen hineinzugehen. Wäre es das in Bayern auch? Völlig undenkbar mit den Grünen, absolut undenkbar. Das würden uns die Menschen überhaupt nicht verzeihen. Und es ginge ideologisch auch überhaupt nicht oder weltanschaulich überhaupt nicht. Das müssen wir unbedingt aufzeichnen. Ja, das müssen wir unbedingt aufzeichnen. Ich bin ja sehr gespannt, weil ich habe ja gesehen, Sie haben das doch auch gesehen in Ihren beiden Nachbarländern. In Baden-Württemberg gibt es eine grün geführte, grün-schwarze. In Hessen, das ist doch auch Ihr Nachbar. Das ist doch alles also in Ihrem Umfeld. Und ich würde mal die These wagen, also bei den bayerischen Wahlen, ich halte mich da ja also mit meiner Partei erstmal zurück. Wir kämpfen natürlich tapfer um den Einzug, aber alle anderen wollen ja mit der CSU. Das ist ja das Interessante. Die SPD, selbst die Freien Wähler, also alle gucken, alle wollen, wer kann mit der CSU. Das ist schon was Schräges. Das ist schon was Schräges. Also wir nicht. Jetzt kriegen wir den Dorsch. Wunderbar. Und ich finde auf den ersten Blick, das sieht erstmal wirklich richtig, richtig gut aus. Also auch so sensationell. Schmecken muss es, das ist wichtig. Das Auge, wie sagt man ja immer, das Auge, das Auge isst mit. Gibt es eigentlich ein Gericht, was im politischen Berlin besonders beliebt ist? So, gibt es was so besonders häufig bestellt wird, weil er kocht ja häufiger für den politischen Betrieb? Ja, in der Tat. Es gibt Königsberger Klopse, sind in der Tat sehr beliebt, sehr, sehr beliebt. Okay. Und was man nicht glaubt, es ist zwar kein Berliner Gericht, noch kein deutsches Gericht, ein Wiener Backhändel. Ach was. Also so ein gebackene. Ja, Königsberg ist nach aktuellem Stand auch nicht unbedingt. Aber in der Tat, wenn man es richtig macht, leider ist das mal ein bisschen verkommen, das Gericht. Man hat es nicht mehr sauber hergestellt auch. Aber Königsberger Klopse mit Kalbfleisch ist ein tolles Gericht. Es gibt die Geschichte sozusagen, ich übertreibe das nur unwesentlich, dass quasi ein neuer Konflikt zwischen Großbritannien und Deutschland beinahe ausgebrochen wäre, als Maggie Thatcher mal in der Pfalz Saumagen kredenzt von Herrn Kohl. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist, ich komme ja aus der Nähe, ich bin aus dem Saarland und Saumagen ist auch ein Gericht, was. Saarländer sind also egal. Was machen denn Saarländer so? Ich meine, also den einzigen Saarländer, also außer dem über den einen wollen wir nicht sagen. Den berühmtesten Saarländer, den man in Berlin eigentlich kennt, das war Erich Honecker. Das muss ich aber wirklich erlaubt zu finden. Auf den sind wir nicht sehr stolz. Es gibt natürlich viel, viel angenehmere Saarländer wie Heiko Maas zum Beispiel, Herr Altmaier. Was macht die Saarländer so politisch? Herr Harz. Peter Harz. Ja, Wahnsinn. Warum?
mich, Sie müssen keinen Appetit haben. Bitte, ja, fangen Sie an, bitte, bitte. Ja, hier ist noch ein Rostbrot und ein bisschen Aioli noch dazu. Schön. Was macht die Saarländer so politisch? Ja, ich glaube, es ist wirklich es ist Dreiländereck mit Luxemburg, mit Frankreich. Ich glaube, wir sind auch ein sehr politisch engagiertes und politisch interessiertes Völkchen, muss ich sagen. Es wird auch viel, ich bin leider nicht mehr so oft zu Hause, aber ich war das so. Das älteste der neuen Bundesländer. Das älteste der neuen Bundesländer, das ist richtig, ja. Das ist richtig, ja. Und es wird auch viel über Politik geredet. Verstehen nicht alle. Gut, ja. Aber viele kennen die Geschichte gar nicht, aber es ist so. Saarland hat noch 55 gegen Deutschland gespielt, Fußball. Schmeckt das jetzt nach Heimat oder ist das? Das ist jetzt schon was sehr Spezielles, weil es ja mediterran mit so viel. Das ist bei uns zu Hause dann eher anders. Also was Besonderes. Schmeckt sehr gut. Das freut mich. Wunderbar. Essen ist ja eigentlich. Ja, also. Eigentlich auch sehr politisch, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und zwar einfach deshalb. Ich weiß nicht, warum ich da heute immer wieder drauf komme. Also so die klassischen Revolutionen beginnen gerne mal mit einer Brotpreiserhöhung. Aber im politischen Berlin spielt es eigentlich eher nur so unter dem Stichwort Verbraucherschutz und irgendwie, weiß ich nicht, spielt das eher eine untergeordnete Rolle. Ist Essen nicht ziemlich politisch? Ja, in der Tat ist Essen politisch und es wird auch immer politischer. Es wird immer politischer. Wir sollten aufpassen, dass es nicht zu politisch wird, finde ich, das Essen, weil es ist eine wichtige Sache. Sagen wir mal so, digitalisieren können Sie das jetzt gerade mal nicht. Digitalisieren können Sie es nicht, aber... Es bleibt was Analoges. Essen bleibt was Analoges. Zum Glück ist es so. Gott sei Dank. Ja, ja. Und ich glaube, viele, viele politische Entscheidungen sind bei einem guten Essen getroffen worden. Und ich glaube, je besser das Essen war... Viele aber offenbar auch bei einem schlechten. Je vernünftiger waren die Entscheidungen, je besser das Essen war. Ja. Naja, der ehemalige Verkehrsminister und... Er weiß natürlich, dass ganz viele Entscheidungen dabei getroffen sind. Also, das ist ja auch kein Zufall, dass gerade die CSU diese Klugheit besitzt, dieses Ministerium immer wieder, also Infrastruktur und Digitalisierung, komischerweise immer bei der CSU und komischerweise, ich kann mich sogar an die Zeit des Ministers Ramsauer erinnern, wie viel da in Straßen Bayerns ging. Was ein Zufall. Das ist überhaupt kein Zufall. Überraschung. Nee, weil die bayerische Straßenbauverwaltung immer am allermeisten schubladenfertige baureife Projekte hatte. Die beste Straßenbauverwaltung in allen 16 Bundesländern ist die bayerische. Komisch. Und wenn Geld übrig war, dann haben die am ersten immer hier geschrien. Und es ist ja klar, dass dann das Geld dorthin fließt. Wenn man übrigens betragsmäßig in NRW noch mehr. Aber ich möchte mal noch mal so eine Klischee-Nummer noch mal, eine neue Klischee-Nummer durchbrechen. Peter Ramsauer ist ja einer, der einen politischen Nestor hat oder hatte, was man auf den ersten Blick vielleicht auch nicht vermutet. Oswald von Nell-Breuning, dagegen ist der Herr Bartsch sozusagen ein rechter Abweichler. Oh nee, das geht jetzt zu weit. Der Mentor der katholischen Soziallehre. Jetzt mal unabhängig davon, dass den kaum jemand kennt heutzutage. Nell-Breuning. Ja. Könnte der einem irgendwie was in dieser sehr, ja, in dieser globalisierten Welt noch irgendwie helfen? Gibt es da irgendwas? Ja, das glaube ich schon, aber man dürfte jemanden wie Nell-Breuning nicht alleinige Strategieentscheidungen überlassen. Ich seh ihn regelrecht noch von mir. Ich habe mit ihm gearbeitet und in meinen glorreichen Union-Zeiten Wirtschaftspolitik ihn geholt. Da muss man aber wissen, dass das, was Nell-Breuning vertreten hat, er war der Inbegriff eines Teils der geistigen Grundlagen der christlich-sozialen Union, nämlich der christlichen Soziallehre. Nicht allein davon lebt und nicht allein darauf basiert die Volkspartei CSU. Die hat auch noch ganz andere Quellen, aber das ist natürlich mit Nell-Breuning eine der unmittelbar grundlegendsten Teile davon. Am Ende der Koalitionsverhandlungen der Großen Koalition
stand einer breit grinsend da. Ja. Der war auch der Größte. Ja. Und sagen Sie bitte der Längste. auch oder so. Und das war ein Programm, für das die Sozialdemokratie 80% für sich beansprucht. Könnte das möglicherweise sein, dass viele die Geschichte der CSU gar nicht kennen? Also, wenn Sie jetzt abstellen auf politische Inhalte, die man eher links verorten würde, so da kann man natürlich die Anfangsteilprogramme der CDU, keine Ahnung, auch wieder Aachener Programm und all diese Dinge. Aachener Programm, was da alles drin steht, Sozialismus als Ziel, ich will es nur mal erwähnen. Ja. Drum, ich gebe das ja auch zu. Das heißt, die CDU ist nicht meine Partei, aber ist C-Partei. Okay. Und die CSU als Volkspartei hat sich ja auch zusammengesetzt in der historischen Entwicklung aus unterschiedlichen Strömungen. Das macht Volkspartei aus. Genau das ist Volkspartei, nicht Klientelpartei. Sondern da kommt vieles zusammen, was scheinbar als schwer vereinbar scheint. Aber genau das ist die Grundaufgabe der Volkspartei. Da bin ich stolz drauf, dass eine Partei wie die CSU das immer wieder schafft, scheinbar schwierig vereinbare politische Positionen zusammenzufügen in eines. Das ist unser Urrezept und das ist uns immer gelungen. Volkspartei macht sich das mit Blick auf die Zukunft fest an Prozentzahlen oder an der Breite des Programms? Ja, an beiden. Die Breite des Programms. Eine Volkspartei muss breitest abdecken. Und breitest abdecken heißt natürlich auch, es muss sich am Ende in einer hohen Prozentzahl niederschlagen. Das Entscheidende, wenn man nicht die Prozentzahl hat, ist es keine Volkspartei. Ja, eben, genau. Und die SPD verliert gerade den Charakter der Volkspartei, wenn die bei 15-16% angelangt ist. Also zumindest die Anmerkung sei mir gestattet, die SPD hat den Charakter einer regionalen Volkspartei, das ist sie regional, aber sie war das zum Beispiel in den neuen Ländern nie. Also ich meine, man kann ja nicht von einer Volkspartei sprechen, in Sachsen waren die in guten Zeiten bei 12%. Moment, darf ich das nochmal kurz, ich habe jetzt eine Sekunde gebraucht, um den Satz wirklich zu verarbeiten. Sie haben gesagt, die SPD war nie eine Volkspartei, weil sie im Osten nie... Das war sie im Osten doch nicht. Also entschuldigen, wir müssen doch wen zur Kenntnis nehmen. Also im Osten. Wir müssen das zur Kenntnis nehmen. Und jetzt ist es im Übrigen nur noch regional. Wie ist das in Bayern und Baden-Württemberg nicht? Eine Partei, die in Baden-Württemberg 12% hat. Ja, war sie es mal. Wir waren es im Osten auch mal. Und da meine ich jetzt wirklich die Zeit nach der Wende. Wir sind es regional auch noch. Was ja eine Besonderheit ist. Das können sich Bayern gar nicht vorstellen, dass eine linke Partei wie wir Volkspartei ist. Und zwar ist das sowohl prozentual, ich meine, bei der letzten Bundestagswahl in Berlin-Ost waren wir stärkste Partei. So. Aber das ist natürlich auch die Verankerung. Und da, das stimmt ja, das ist immer verbunden auch mit einem Angebot, was an sehr viele gehen muss. Aber das heißt ja, aus diesem Anspruch, Volkspartei zu sein, leitet die SPD ja auch den Anspruch ab, sich so zu verändern, erneuern zu müssen, um sozusagen die Machtoption an der Spitze der Exekutive abzuleiten, sozusagen, also den Kanzler zu stellen. Nein? Nein, also Entschuldigung, Ihre Branche macht das ja mit, dass die SPD bei der letzten Wahl einen Kanzlerkandidaten hatte. Ehrlich gesagt war das albern. Also es tut mir leid, er hat das gesagt. Ja, Sie haben es ja alle mitgemacht bis zum letzten Tag. Es ist doch nur ohne jede Realität. Es ist ohne jede Realität. Das wusste jeder. Das hat am Ende sogar der Union geschadet. Dass klar war, die Kanzlerin heißt nach allem, was man irgendwie wählen kann, wieder Angela Merkel. Das ist so. Und deswegen die SPD, also ich meine, stellen Sie mal vor, es würde jetzt Neuwahl und die SPD stellt einen Kanzlerkandidaten auf. Ich bedauere das ja im Gegensatz zu Ihnen, ich bedauere das ja wirklich, weil ich mir eine solide SPD wünsche, weil ich ja wirklich auch für eine andere Politik in Deutschland und Europa stehe. Das ist nicht der Punkt. Aber derzeit ist die Situation so desolat und das liegt eben nicht an Martin Schulz oder an Sigmar Gabriel oder an sonst wen. Das ist eben nicht der Fall. Da kann man nach Holland gucken, nach Tschechien gucken, nach Frankreich gucken. Auf einmal sind ja alle Freunde von Macron. Jeder hatte nur Macron. Ich habe da mal geguckt, was haben denn die Partnerparteien? Die Partnerpartei der Sozialdemokratie war bei der Präsidentschaftswahl so irgendwie bei soliden 6%. 6%, genau. Ja. So, also lange aber Rede Sie kurz. Hatten, Sie hatten ja? in der letzten Wahlperiode eine linke Mehrheit. Richtig.
Einer der Gründe, die ist weg. Ich habe schon manche, die ist richtig weg und da ist ja was Strukturelles passiert. Das hat mit den Veränderungen, über die wir vorhin geredet haben, zu tun. Es verändert sich was in der Gesellschaft durch die Veränderung in den Produktivkräften, wie man früher gesagt hat. Also was auch immer 4.0 ist das, was das Neue ausmacht. Und diese Veränderung hat die politische Linke, da meine ich jetzt nicht meine Partei, nicht antizipiert. Das ist die Kernfrage. Und wir haben jetzt eine Entwicklung, wo, das will ja nicht mal die Union, dass wir einen Kulturkampf haben, der an das Eingemachte geht, der an bürgerliche Werte geht. Also ich bin nur wirklich einer der, aber wenn es jetzt schon darum geht, also elementare Sachen, die in Deutschland normal waren, also die Gleichstellung der Geschlechter, werden angegriffen. Und das ist das, was wo bei uns in Deutschland sind wir wirklich, ich mache das auch gar nicht nur fest an dem Erfolg einer Partei, die ich ungern nenne, sondern es gibt eine gesellschaftliche Entwicklung, siehe Trump, siehe Erdogan, siehe Orban und, die problematisch ist. Und in Deutschland entwickelt sich dieses leider auch. Und die im Übrigen infiziert das alle Parteien. Es gab auch ein Gründungsmythos der Republik, der Bundesrepublik, der alten Bundesrepublik, das Wirtschaftssystem und politisches System unauslöschlich miteinander verbunden sind. Das heißt, keine Freiheit ohne eine soziale Marktwirtschaft in dem Fall. Jetzt scheint es ja aber so zu sein, jedenfalls hat man den Anschein, dass das heute nicht zwangsläufig mehr wie selbstverständlich zusammengehört. Sie haben Systeme, ein fast Manchester-Kapitalismus in China, wo jetzt der Einzelne auch nicht mehr so die Rolle spielt. Spielte er nie. Konfuzianismus, Kollektivismus. Richtig. Ist das nicht auch eine Faszination, die da ausgeübt wird? Und wie begegnet man der und wie bringt man die Leute dazu, dass sie eben nicht ihr Heil in einem Brexit oder in einem Trump oder in was auch immer sucht, sondern in sowas unlangweiligen, unsexy wie Europa und ein gemeinsamer Wertekanon in diesem alten Europa. Also einen gemeinsamen Wertkanon in Europa im Grundsätzlichen herzustellen, das mag noch gelingen. Aber alle Politiken vereinheitlichen zu wollen, ist völlig unmöglich. Das wäre auch eine Vergewaltigung von kulturellen Eigenheiten, ein Stück Entheimatung, wenn man den Heimatbegriff jetzt nochmal, also das Wegnehmen von Heimat. Und gerade in der jetzigen Diskussion, ich habe die Befürchtung, dass jetzt europapolitisch wieder schwerste Fehler begangen werden. Allerschwerste Fehler. Die Idee, dass wenn also so und so viele englische Sitze im Europaparlament wegfallen, dass man die umverteilt auf andere Länder. Da kann ich nur sagen, haben wir denn die Botschaft von Europaskepsis nicht verstanden? Wenn wir munter so weitermachen, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Nein, da müssen wir schon Konsequenzen ziehen. Aber lieber Herr Ramsauer, müssen uns nicht winden. Und viele linke Wähler, muss man halt aussprechen, Entschuldigung, dass die Flüchtlingsfrage, die Flüchtlingspolitik ab Mitte 2015 viele, viele Wähler auch aus dem linken Lager, SPD-Lager und bei Ihnen ganz genauso ins Lager der AfD getragen haben. Das muss man erkennen und gegensteuern. Das ist ja wahr, nur ist ja da die Frage, erstmal muss man, glaube ich, die Frage beantworten, warum ist das so? Und ich will zumindest diese Anmerkung, sei mir gestattet, das Ergebnis von Politik. Das Ergebnis von Politik, und wenn ich mich recht entsinne, ist die Kanzlerin seit gefühlten 200 Jahren Kanzlerin. Und wenn mir irgendeiner sagt, die hat damit nichts zu tun, dann ist etwas schief. Natürlich liegt eine Kernverantwortung in der Politik, die Deutschland gemacht hat. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ein Ergebnis ist die jetzige Situation. Und wenn wir zumindest mal die Frage zulassen, was ist denn die Antwort auf die Krise auch der Europäischen Union? Und da sage ich, wir müssen wenigstens mal daran erinnern, was das Projekt war. Und wir müssen schauen, wo brauchen wir wirklich mehr Europa? Also da, wo wir uns sicherlich sofort einig sind, nehmen wir das Thema Umwelt. Das ist nicht staatlich zu regeln. Deutschland war da immer, auch die Kanzlerin, beim Staatlichen ganz mutig. Abschaltung der Atomkraftwerke und ringsherum werden welche gebaut. Das ist ein absurdes Zeug. Ich bin dafür, dass die alle abgeschaltet werden in Europa.
oder andere Dinge, was das Klima betrifft. Aber es gibt natürlich Punkte, wo ich nur sage, ja, die muss man regional gestalten, die müssen auch staatlich gestaltet werden. Wir brauchen, also jetzt ist doch das so, wir haben einmal die europäischen Verträge und die sind jetzt so. Da gehen wir jetzt nicht mehr ran. Und jetzt sagen alle, naja, man müsste was verändern. Es bedarf einer Grundrevision. Man muss das Ziel, das ursprüngliche Ziel, das darf man nicht vergessen. Es ging um eine Friedensunion. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, dass das sozusagen das große Ergebnis ist, was wir haben, dass diese Gefahr aktuell auch weiterhin nicht besteht. Aber wenn wir so weitermachen, dann ist auch das wieder möglich. Deshalb stimmt das. Aber da bin ich dann schon bitte ordentlich an die Substanz gehen. Eine wesentliche Verantwortung beim deutschen Regierungshandeln. Die Frage stellen, was müssen wir tun, damit das für die junge Generation, die Europa ganz anders sieht und die das positiv betrachtet, dass diese Attraktion erhalten wird. Denn da hat er ja recht. Die Skepsis nimmt zu. Man muss ja hinkommen, egal wo. Ob das Griechenland, ob das Spanien, ob das Großbritannien ist. Europa heben alle die Hände, dann kommt noch, naja, ihr Deutschen, naja und so. Also es ist nicht mehr dieses Aufbruch, gerade jetzt, als sage ich, als Ostdeutscher. Es war ja mal so, endlich, Freiheit. Und das ist jetzt Skepsis, wollen wir nicht. Ist es das, hat man Europa zu lange nur als Binnenmarkt verstanden? Oder muss man da wieder hin zurück? Das ist im Grunde eine große Freihandelszone ist. Und ansonsten, was wird die Zukunft sein? Was wird man erreichen? Also Europa muss natürlich mehr sein als nur eine Freihandelszone. Die angelsächsische Sichtweise ist eben, dass wir brauchen nicht mehr als nur eine Freihandelszone. Muss sicherlich deutlich mehr sein, sonst werden wir auch unserer globalen Verantwortung, Herr Batsch, da sind wir uns völlig einig, kann die EU niemals gerecht werden, wenn wir nur eine bessere Freihandelszone werden. Vollkommen klar. Aber die Grenze ist dort, wo regionale, gewachsene Strukturen einfach über den Haufen geschoben werden sollen und alles und jedes bis ins Letzte reglementiert werden soll. Das ist der Frust, den die Bürger haben. Und das lassen sie sich nicht bieten. Und das zu erkennen, das einfach zu akzeptieren, dass dort Grenzen sind, das hat bisher noch nicht stattgefunden. Und ich fürchte, es findet auch nicht statt. Ist nicht auch eines der Probleme, dass man sich zu selten auch gegenüber den Bürgern ehrlich macht und sagt, Bestimmtes kann Politik vielleicht gar nicht mehr leisten in einer Welt, in der sozusagen in Sekunden Werte geschaffen oder vernichtet, transferiert oder abgeschafft werden. Ist Politik und kümmert die sich deshalb um, was fällt mir denn jetzt ein, um die Frage, wie viel Salz im Brot sein darf? Ist das der Grund? Das ist doch völlig richtig. Wissen Sie, das Agieren auch der ganz großen Konzerne, die brauchen die nationalstaatliche Politik nicht. Die treffen ihre Entscheidung nach anderen Kriterien. Die gucken sich auch an, in Deutschland, da muss ich überhaupt Steuern zahlen, dann nehme ich meinen Hauptsitz auf der Isle of Man. Und dann haben wir sowas wie Paradise Papers. Ja. In dem Sinne ist natürlich, wenn denn Konzerne sich globalisieren, wenn das alles nicht unbedingt mit einer Union auch im sozialen Verbund ist, dann muss man ja schauen, was können wir dort tun. Das ist ein Klassiker, wo ich sage, die Europäische Union kann das nicht zulassen. Da sind ja jetzt, inzwischen ist ja selbst die FDP dafür und sagt, also das darf nicht sein, dass da Leute sich bei den Steuern völlig rausklingen. So, deswegen plädiere ich dafür, das Maß, wo wir als Internationalist, wo wir mehr Europa wollen, wo wir das nicht wollen, das muss man diskutieren. Und da muss dann der politische Streit gehen. Und da gibt es ja Gott sei Dank andere Sichten. Aber wir müssen vor allen Dingen das Projekt wieder zu einer Attraktivität führen. Denn ich glaube, das Verheerendste wäre, wenn diese Europäische Union scheitert. Und ich sag mal, vor einigen Jahren, wenn da jemand gesagt hätte, es gibt einen Brexit und die Briten gehen, also dann hätten alle gesagt, das ist das Ende der Union. Nun ist das nicht der Fall. Ja. Aber die Frage, ob es vielleicht, und dann sage ich, dann gibt es wirklich eine große Gefahr. So ein Land wie Italien auch sagt Schluss. Ja. Wollen wir die nächsten Wahlen abwarten und da wird so ein Irrer wie Beppe Grillo oder so dann und sagt, das, unser einziger Ausweg ist der. Dann kriegen wir so ein großes Problem, das ist dann nicht mehr zu halten. Das ist eigentlich alles schon fast ein Schlusswort gewesen, aber das ist mir jetzt noch ein bisschen zu wenig. Pessimistisch. Ja, das ist mir zu pessimistisch nach so einem leckeren Essen. Es gibt auch noch einen Nachtisch, habe ich gehört. Trotzdem ein letzter Schlussgedanke sozusagen. Werden wir
Gibt es die Hoffnung, dass Politik die Dinge noch mal in den Griff kriegt? Gibt es sowas wie eine positive Erwartungshaltung? Obwohl man den Menschen häufiger mal sagt, was Sache ist und die Wahrheit möglicherweise, so als Idee? Ja, das ist ja klar. Ich meine, die Frage ist jetzt, ob es die Hoffnung gibt, dass die Politik das, was immer das ist, in den Griff bekommt. Richtig. Also wenn es nicht in den Griff, was wäre denn? Ja. Dann wird alles explodieren. Das würde ja heißen, nicht in den Griff, was in den Griff bekommen. Das ist eine pessimistische Fragestellung, dass sich Zentrifugalkräfte entwickeln, die alles auseinander. Nein, Deutschland ist ein unglaublich stabiles Land. Geht doch, das wollte ich jetzt hören. Das ist ein urstabiles Land, ein Anker. Jeder von uns, Batsch genauso wie ich, wir haben beinahe jeden Tag internationale Gäste oder wir sind in der Welt unterwegs. Die bewundern uns. Das ist die typische Nachricht. Schaut, die sich auch hier ein bisschen jetzt am Tisch breitgebracht hat. Ach Gott, wie ist das alles schlimm bei uns und so weiter. Das haben wir ich möchte eines, das gehört auch einmal so hierher, wenn man so grundsätzlich diskutiert. Wir Deutschen und die Saarländer und die Bayern und die alle möglichen, alle, die sollten viel öfter ihr Land, unser Land, Deutschland, durch die Augen von den anderen in der ganzen Welt sehen, dann hätten wir zum eigenen Land eine völlig positivere Einstellung. Also, das akzeptiere ich jetzt einfach mal als Schlusswort, weil es... Ein bisschen was ist dran, Herr Bartsch. Ja, ich will ja jetzt nicht, ich müsste einen längeren Vortrag halten, das muss jetzt nicht sein. Ich habe überhaupt nichts, dagegen, dass wir auch auf viele Dinge, nur wir müssen annehmen, weil sonst entfernen wir uns von den Menschen, wir müssen annehmen, was wir für Probleme haben. Und in einem haben Sie recht, das ist ja wahr, dass für ganz viele Menschen an anderen Enden der Welt, ich hatte zum Schluss eine schöne kleine Geschichte, ich war in Bolivien, weil international gestern, Evo Morales, ein Linker, und eine seiner Stellvertreterinnen sagte zu mir dann, und die sind wirklich links, wenn der Evo bei uns ein System einführen würde, wo jeder Hartz IV bekommt, dann würde der auf Lebenszeit gewählt werden. Das ist die Sicht dort. So habe ich dir erklärt, wieso das bei uns ganz schlimm ist und so weiter. Aber diese Unterschiede gibt es schon. Trotzdem plädiere ich dafür, dass eben weder bei uns noch in Bolivien irgendwer, und das glaube ich, können wir hinkriegen, also nicht Deutschland allein, dass wir eben wirklich eine andere Welt hinkriegen. Die Welt hat sich insgesamt ja positiv entwickelt, aber wir haben jetzt so starke Krisen, dass das gefährdet ist. Und da haben wir eine Verantwortung und da glaube ich, dass wir als Deutschland, als Europa eine Verantwortung haben, die wir entschlossen wahrnehmen müssen. Geht auch als Schlusswort durch. Jetzt haben wir es tatsächlich. Erstmal danke. Und ein Satz noch zu dem kleinen Kalorien. So kalorisch ist das gar nicht. Ich habe mir noch erlaubt, ein Dessert zu machen. Hier? Das ist ein Kokoseis mit weißer Schokolade, griechischem Joghurt. Da schau an. Passionsfrucht. Kleine und da ist noch was oben drüber. Jetzt probieren wir mal, ob wir das rausfinden, was das ist. Also ich sage erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke. Guten Appetit. Ja. Wunderbar. Danke. Vielen Dank. Also Herr Minhoff, haben Sie ein nettes Format hier, ne? Oder? Was zu essen gibt, glaube ich, ja lange nicht mit mir. Ja.